Speicher. Keller steht so komplett unter Wasser. Krass. Schon hier alles zerkloppt. Aber echt cool. Mega cool. Alte Toilette. In diesem Sinne, moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute befinde ich mich in einem verlassenen Bahnbetriebswerk mit Ringlokschuppen, Werkstatt, also eigentlich fast eine ganze Stadt nur für Züge aus dem Zweiten Weltkrieg, also seit dem Zweiten Weltkrieg verlassen. Also schon eine sehr lange Zeit. Genau das Datum, seit wann, weiß ich überhaupt nicht. Ja, wenn ihr wieder mit dabei sein wollt, bleibt dran, los geht's. So, das hier war die Verwaltung. Können wir ja mal in den Ringlokschuppen gehen. Weil die Verwaltung, die haben wir gesehen. Also das erste Verwaltungsgebäude, davon gibt es hier zig auf dem Gelände. Hier steht der ganze Keller komplett unter Wasser. Ja. Dort unten ist auch schon wieder ein Gebäude. Also hier sind Lost Places weit und breit. Und es ist nicht zu erkennen, aber dort vorne befindet sich der Ringlokschuppen. Da begeben wir uns gleich hin. Auf jeden Fall sind die Gebäude hier alle komplett so gesehen in sich hineingestürzt. Das ist hier komplett im Verfall preisgegeben. Hier muss auch bestimmt noch irgendwo diese alte Scheibe sein, wo die Loks draufgekommen sind und dann in die jeweiligen Hallen geschoben worden sind, wenn es nicht das Gebäude ist für die Scheibe. Also Steuerungsgebäude. Wir können ja nichts mehr einstürzen, deswegen können wir reingehen. Hier wachsen Bäume innen drin. Aber der Boden, der kommt mir unbequem vor. Deswegen laufen wir mal lieber wieder weg. Dort vorne waren wir eben drin. Und dann suchen wir mal die alte Scheibe. Finden in dem, ich sag mal, Gewächshaus hier. Vorne ist auch wieder ein altes Gebäude. Dort vorne glaube ich auch, ich weiß es gar nicht. Komm, wir können sowieso nicht in jedes rein. Dafür ist das Gelände viel zu groß und das Video wieder viel zu lang. Ich hoffe, das wird jetzt auch nicht so lang. Brennnesseln, Brennnesseln, überall Brennnesseln. Ich melde mich, wenn ich drin bin. Das nenne ich ja mal geil. Was sagt ihr denn hierzu?
Ist das nicht mal geil? Da ist die alte Scheibe. Ich hab sie. Ich habe sie. Aber eine ganz schön kleine Scheibe. Oder zumindest das Gehäuse, wo die Scheibe drin war. Oder ist sie das nicht? Doch, ich denke mal ja. Da ist der Ringlockschuppen von der anderen Seite. Jetzt sieht man ihn auch am besten. Da ist auch wieder ein Haus. Komm, das Coole will ich euch jetzt nicht zu vorenthalten. Das war's. Spaß. Ja, willkommen im Ringlockschuppen. Ist ja mal geil, ne? Ein Ringlockschuppen hatten wir noch nie. Krass. Und hier hast du dann die alten Tore und hier sind dann die jeweiligen Lokszüge. Aber zu dieser damaligen Zeit gab es noch keine richtigen Elektroloks, so wie man sie heute kommt, also abgekürzt E-Lok. Gab es nur Dampfloks. Dampfloks wurden hier drin gewartet. In der damaligen Kriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal, wurde dieser Bahnhof stillgelegt. Das heißt Bahnhof, Bahnbetriebswerk. Das ist so ähnlich wie das Ausbesserungswerk, wo wir mal waren. Nur mit so einem Ringlokschuppen, der mega geil einfach aussieht. Vor allem hier oben mit diesem, wie der ganze Sonnenschein. Sprechen ist heute nicht meine Stärke, Entschuldigung. Wie der ganze Sonnenschein von hier so richtig durchleuchtet, das sieht ja mal richtig hammergeil aus. Deswegen folgt mir gerne auf Instagram für richtig geile Bilder. Den Namen werde ich hier unten animieren. Und ja, weiter geht's mit dem Video. So, das sind hier die ehemaligen Kuhlen. Oder ja, so ein Unterführungsraum, dass du unter die Lok gucken konntest, wenn du da was reparieren wolltest. Aber da vorne hatte ich ja gesehen, da war ja noch ein Gebäude, da können wir mal hingehen. Da gehen wir jetzt mal gucken, was wir da so Spannendes drin finden. Also es ist echt mega, was hier abgeht. Da haben wir auch schon den Eingang fürs Gebäude. Also eigentlich braucht man hier gar keinen Eingang suchen, weil hier alles aufsteht. Wahrscheinlich der alte Umzugsraum, wo Leute sich früher umgezogen haben. Oder die alte Dusche. Ja, alte Dusche. Krass, ey, wie groß. Hier hatte jeder seine eigene Dusche gehabt. Hier haben sie schon Getränkekasten angezündet.
draußen. So, jetzt bin ich nochmal in der Halle drin. Da wächst zum Beispiel schon die ganzen Bäume wachsen ja schon in die Fassade rein. Hier ist wie so ein Hochregallager. Wir waren ja hier noch nicht auf der Treppe oben. Aber ich bin mir unsicher, soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Alter. Oh, moin. Okay, ich gehe da runter. Ich halte mal die Kamera oben rein. Hier ist hier so ein alter Keller. Aber ich glaube, Keller meide ich hier wirklich lieber. Ist, glaube ich, hier keine gute Idee, in so einer Bruchbude im Keller zu rennen. So, ich bin mal gespannt, was wir jetzt noch alles finden. Wohl, da vorne waren wir noch nicht. Da ist wieder der Ringlockschuppen. Dann gehen wir wieder hier lang. Also wir gehen weiter hier lang. Tatsächlich, Leute, das ist ein Gebäude gewesen. Das sind noch Überreste von dem Gebäude. Da hinten ist noch alte Garagen. Ich zoome mal ran, da muss ich da nicht hingehen. Weil die sind so kaputt, das lohnt sich nicht, dahin zu gehen. Aber mehr ist hier nicht. Zumindest habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Boah, hier ein Overnighter, ne? Wie geil wäre das? Hier ein Overnighter. Und sowas hatten wir noch nie. Es sind zwar alles Ruinen, aber mir egal, ich würde da durchziehen. Hier ist bestimmt noch alte Fahrradständer. Manche Graffitis hier, die sehen auch echt geil aus. Hier ist ein altes Fensterstück. Und hier kann man bis in das Hallenende reingucken. Da ist auch noch ein Gebäude. Aber das lohnt sich alles nicht so richtig. Vor allem, da liegt das Dach schon förmlich drin. Das lohnt sich überhaupt nicht.
So, jetzt seht ihr einmal den Ringlockschuppen von hinten. Das ist schon echt ein richtig geiles Gelände, muss ich sagen. Auch wenn es so heruntergekommen ist. Aber schlechte Nachrichten, wir sind am Ende vom Video. Aber kann man nicht. Da ist Wasser im Keller. Da kannst du Seepferdchen drin üben. Ja Leute, und in diesem Sinne war es das wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es doch mit einem Daumen hoch da. Wenn nicht, mit einem Daumen runter. Ihr kennt das Prinzip. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Lost Place Video wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.